Auch in diesem Jahr verleihen wir mit 3 Fällen den Lessing Musikpreis in den Kategorien Gesang, Orchester und Big Band. Das soll auch heute so sein, und zwar, wir fangen mal an mit einem Herrn, der demnächst sein Abitur macht. Aufgefallen ist dadurch, dass er wunderbar Trompete inzwischen solo spielt, das werden Sie nachher in der Big Band 2 hören, und auch noch gleichzeitig oder so kurz nacheinander dann noch ans Digitalklavier geht und dann sein Solo fortführt. Außerdem hat er ein Arrangement geschrieben, das Sie heute auch als Uraufführung hören werden. Und ja, es ist einfach ein wunderbarer Musiker. Begrüßen Sie bitte Mathis de la Motte. Der diesjährige Musikpreis in der Kategorie Vokal geht an Mira Rössel, die stotter schon, die im letzten Jahr nicht nur solistisch, sondern auch in größeren Gesangsformationen auf hohem Niveau in Erscheinung getreten ist. Wir erinnern uns an den virtuosen Auftritt beim Hausmusikabend, bei dem Mira die anspruchsvolle Ballade Listen von Beyoncé präsentiert hat. Auch in der Solopartie der Maria im Rahmen des Westside-Projekts auf der vergangenen Sommerserenade hat Mira ihre stimmlichen Möglichkeiten souverän unter Beweis gestellt. Nicht zuletzt ist Mira aufgrund sehr gewissenhafter Vorbereitung und guter Führungsqualitäten in den wöchentlichen Proben von Lessinger Choir im Sopran eine wichtige Stütze gewesen. Zusätzliche Akzente setzt sie durch hervorragende Leistungen im Gesamtensemble X-Harmony. Um ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern, arbeitet Mira kontinuierlich an ihrer Gesangstechnik und erzielt dabei bemerkenswerte Fortschritte in teilweise schon fast unverschämt kurzer Zeit. Das möchten wir in diesem Jahr gerne mit dem Lessing-Musikpreis honorieren. Mira Rössel. Ich habe meinen Text leider auch nicht auswendig gelernt. Das liegt aber daran, ich kann das erklären, die Liste, die ich Ihnen jetzt aufzählen möchte, was dieser junge Mann alles leistet fürs LGN, ist so lang, dass ich auf 8-Punkt-Schrift gegangen bin, dass ich nicht scrollen müsste. Ich werde auch nur einen Auszug von ungefähr 15 Minuten Ihnen präsentieren. Also den jungen Mann, den ich Ihnen vorstellen möchte, den muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, denn jeder kennt ihn am LGN und Sie haben ihn auch schon mehrfach heute gesehen und gehört. Die Rede ist von Maximilian Menster, kurz einfach nur bei uns Maxi genannt. Und ich möchte Ihnen einen kleinen Streifzug durch sein musikalisches Schaffen geben. So spielt er gefühlt jedes Instrument. Im Orchester kann man sagen, oder in der Big Band, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Dann nimmt er das Instrument. Er leitet seit Jahren die Percussion AG 1 und ist zudem auch Chef der Percussion-Truppe im Orchester. Daneben arrangiert er auch für die Big Band, aber der Big Band-Preis ist ja nun mal auch völlig zu Recht an Mathis schon vergeben worden. Das Stück werden Sie auch noch heute hören, aber er komponiert auch für unser Sinfonieorchester, unvergessen auch der Marsch Fantastique in diesem Sommer. Und er ist ein ständiger Begleiter am Klavier beim Hausmusikabend. Man kann ihn jederzeit fragen oder buchen, wenn Sie jetzt auch Interesse haben. Macht er das bestimmt. Daneben sind seine Beständigkeit, seine Zuverlässigkeit, seine Übersicht und seine Hingabe, auch die Youngsters am LGN zu fördern, sind wirklich ganz tolle Charakterzüge, die ihn zu einem besonderen Menschen machen. Und das Schönste für einen Musiker ist natürlich der Applaus, und deswegen jetzt einen Donnerapplaus für Maximilian Menster.